Schönen guten Morgen. Es ist Tag vielleicht 12 oder so. Ich weiß es nicht ganz genau. Ich bin gestern in Harlingen angekommen. Hatte ja in Lowarden den Tipp bekommen, dass hier irgendwas Cooles mit Hafen ist. Das habe ich sogar richtig verstanden. Hier ist nämlich das Tall Ships Race Event oder irgendwie so heißt es, glaube ich. Ja, wir sind hier auf dem Campingplatz. Habe auch gerade beschlossen, dass wir hier nochmal bleiben, weil das gucke ich mir natürlich an, das Event. Und ich habe auch gemerkt, so jeden Tag fahren, auch wenn es jetzt gestern nur 40, 50 Kilometer waren, der Körper braucht mal eine Pause und der Geist vor allem. So eine richtige Pause war es in Groningen auch nicht. Das heißt, so heute gibt es wieder Rucksack. Hier wird gerade noch der leckere Kaffee gekocht. Das ist übrigens ganz witzig, die hinter mir kommen aus Dänemark, reisen auch mit Hund. Der Hund ist auch ungefähr Barnis Größe, vielleicht ein paar Kilo weniger, haben aber kein E-Bike. Auch sehr, sehr beeindruckend. Auch insgesamt hier ist auch ganz geil auf den Campingplätzen tatsächlich. Man trifft auch andere Radreisende und immer wenn ich denke, boah, was ich so mache, ist schon ganz schön krass so, dann triffst du halt einen, der hat das gleiche Gepäck, gleiche Gewicht, aber kein E-Motor und fährt von, ich weiß, was er gerade erzählt, Lituania bis nach Portugal runter. Aber das sind dann halt auch die, ne, der macht jetzt heute seinen Job, der macht keine Genussfahrt, sag ich mal. Ne? Da merkt man schon den Unterschied. Ja, heute wird es dann ganz chillig. Ein paar Sachen muss ich mal kaufen. Hier irgendwie ein bisschen Medizin für den Hund gegen Flöhe, die es nämlich in Deutschland nicht mehr gibt. Hier kann man die aber noch frei erwerben in diesem Land. Das ist toll. Und ja, ich glaube, meine Gaskartusche ist leer. Jetzt gibt es aber erstmal Kaffee, ein bisschen Homeoffice, das steht da auch schon. Ja, und dann gehen wir mal ein bisschen in die Stadt. Ja, im Hintergrund ist wieder mein Freund, der Düsenjäger, zu hören. Das hat mir gestern ganz ehrlicherweise ziemlich den Tag versaut. Man muss sich echt viele, viele Pausen machen, viele Süßigkeiten einwerfen, dass die Stimmung wieder hochgegangen ist. Nur mal ganz kurz zur Erklärung, ohne tief drauf einzugehen, ist jetzt auch ziemlich genau Jahrestag. Ich war am Istanbuler Flughafen, als der Türkei-Putsch war. Und da sind die halt mit den Dingern die ganze Nacht im Tiefflug mit Überschallgeschwindigkeit über uns rüber geknallt. Und wir haben natürlich erst am nächsten Tag erfahren, dass das Düsenjäger waren, weil für uns hat sich das angefühlt und angehört, als würden die einfach Bomben auf uns drauf werfen. Und deswegen ist meine Liebe zu diesen schönen Flugobjekten leider getrübt. Das nur zur Erklärung. Ich versuche aber mal trotzdem, mich daran zu gewöhnen, dass sie halt hier rumfliegen. Und lass mich davon mal jetzt nicht so hart beeindrucken, wie ich das gestern gemacht habe. Ja, jetzt gibt's Kaffee. Okay, ah, cool. Do you go to town now? I'm going with my backpack, yeah. 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 Yeah, maybe. Or in Amsterdam. Yeah. Or Harlem. Have a good trip. Bye. Ja, das Ganze ohne Elektromotor. Der Hund guckt natürlich geil raus. Das sieht ja witzig aus. Ich weiß nicht, ob die GoPro das so aufnehmen kann, aber da kommen halt so richtig alte Segelschulschiffe und solche Sachen. Eben gehört die Alexander von Humboldt. Ich weiß nicht, ob sie schon da ist oder auf jeden Fall unterwegs ist. Das ist ja das Becks-Schiff, ne? Ist dann gleich erstmal irgendwo im Becks, wenn ich eins finde. Ja. Cooles Event auf jeden Fall und geplant war das so nicht, deswegen der beste Plan ist ein ungefährer Plan. Ja, so sieht so ein Hund nach dem Spielen aus. Mmh, schöne Kruste, da hier noch ein bisschen Sand drauf, das ist eine richtig schöne Panade, ne? Mmh, das schmeckt. So, da haben wir auch die Alexander von Humboldt. Das ist nämlich die Alexander von Humboldt 2. Jetzt raff ich das nämlich auch. Die andere Alexander von Humboldt, die liegt ja bei uns in Bremen als Café. Ich habe jetzt erst kurz gedacht, das wäre die. Aber das ist die zweite. Haben sie zwei gebaut, mindestens. Vielleicht gibt es auch eine dritte. Wer weiß. Segelschiff, das mogelt doch auch. Das sehe ich doch. Da ist doch ein Motor dran. Back job with Elko.
Also sind nicht nur die riesengroßen Schiffe dabei. Ja, auch so im Bereich 10, 16 Meter kommen hier zum Beispiel aus Polen. Ich muss noch mehr über dieses Tall Ship Races erfahren. Ich weiß nicht, ob die alle zusammen irgendwo starten oder ob die jetzt alle von irgendwo hierher gekommen sind oder an einer anderen Station sich getroffen haben. Aber klar, die sind ursprünglich mal nach Polen, in Polen gestartet, logischerweise. Und ich glaube auch, das, was auf der anderen Seite liegt, das gehört alles dazu. Da vorne liegt sogar so ein, das sieht doch aus wie so ein Piratenschiff. Na gut, ein Piratenschiff ist es nicht. Da hat auf jeden Fall keine Kanonen, aber ein ziemlich altes Schiff ist es auf jeden Fall. Mit einer niederländischen Fahne dran. Ach du Scheiße. Haben die eine Bremse, die Dinger? Achso, der fährt nicht hier rein. Ich dachte gerade. Oh Gott. Aber er hat es auch gedacht hier. Er ist auch rückwärts gefahren. Voor jong en oud, wil je meedoen, dan kan het gewoon. Meld je aan, dan gaan ze in. Es geht immer noch, es geht auch immer mit, noch mit Hund. Wird mir dann aber jetzt auch ein bisschen zu voll, deswegen werde ich jetzt erstmal mit Barney wieder zum Campingplatz zurückgehen. Und da wir ja heute wieder Campingplatzkosten haben und wir insgesamt ein bisschen sparsam sein wollen, gibt es heute ein Stück von einem Nudeltier mit einem kleinen Tropfen Bolognese-Tier und noch ein Stück Parmesan-Käsetier, aber nur ein kleines Stück. Das werden wir jetzt mal zubereiten und dann werden wir mal ein, zwei Stündchen einfach die Sonne genießen und mal nichts tun, einfach mal auf dem Campingplatz rum. Chillen, habe ich bisher auch noch nie gemacht. Was ich aber auf jeden Fall heute schon mal merke, ist, dass es mir sehr, sehr, sehr gut tut, einfach mal einen Tag Pause einzulegen. Ich habe ja meine Reisegeschwindigkeit schon verlangsamt und mich von diesen 70, 80 Kilometern am Tag verabschiedet. Aber sich mal wirklich auch mal die Zeit nehmen, mal zwischendurch so eine schöne Stadt zu erkunden, auch mal tagsüber, nicht nur abends zwei Stunden, ja, das ist richtig schön, richtig schön. Ich bin eben auch ein bisschen weg von den Menschenmassen gegangen, weil die sind jetzt alle am Hafen. Also bin ich halt mal durch die Stadt gegangen. Da sind kaum Menschen, die Cafés sind relativ leer. Da kann man einfach eine schöne Zeit haben. Ich denke, ich werde das jetzt auch in meine eigene Planung ein bisschen einfließen lassen, dass ich, wenn ich mal eine schöne Stadt habe, mal mindestens einen zweiten Tag da bleibe. Vielleicht auch mal einen dritten. Ob es hier ein dritter wird, weiß ich nicht, weil man will ja nicht auch weiter. Mal gucken. Aber erstmal ein bisschen Tempo rausnehmen. Fühlt sich gut an und scheint auch wirklich sehr, sehr gut zu sein. Gestern war ich ja doch ein bisschen die Batterie leer. Vielleicht auch, weil das eine Bier so lange eskaliert ist. Dafür ist heute wieder Akku total voll und macht richtig Spaß.